Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kanada Trucker Philipp. Ich bin noch im Weg nach Hause. Also ich habe von meinem Disponenten noch nichts gehört, was ich mit dem Trailer morgen machen muss. Ich war gerade hier Pipi machen. Hier habe ich einmal über Nacht gestanden. Da vorne ist Montreal. So. Schön ist jetzt so ein herbstliches Wetter jetzt. Was haben wir denn überhaupt? Ah, September. So. Schön hier. Ja. Wenig los, ne? Na gut. So, ich möchte noch so... fünf, sechs Stunden fahren. Mal gucken, wie weit ich fahre. Vielleicht teile ich mir das auch anders auf, wie ich mir das bis jetzt aufgeteilt habe. Ich weiß es nicht. Es sind also jetzt noch, ich glaube, bis nach Hause sind es 1200 Kilometer. Ob ich heute noch bis zur letzten Minute runterfahre oder nicht. Also ich bin noch nicht bei der letzten Minute, da bin ich sechs Stunden gefahren. Aber ich glaube, ich habe noch sieben Stunden Fahrzeit. Mal schauen. Ich entscheide das spontan. Lust habe ich nicht mehr. Ich könnte hier stehen bleiben, aber dann würde ich das morgen nicht schaffen bis nach Hause. Deshalb muss ich noch ein bisschen fahren. Mal schauen. Oder ob ich da hinten an der Irving stehen bleibe, so wie letztes Mal. Oder ob ich durchknalle bis nach Edmonds, so wie gestern. Da, wo ich gestern losgefahren bin. Ich weiß es nicht. Lasst uns überraschen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, Talk, Teilen, Abonnieren, Liken, Kommentieren. Facebook, Kanada Trucker Philipp. Ich nehme euch mit. Und dann haben wir los. Ist auch wenig los hier heute um Highway. Was ist mehr? Wir schauen mal. Bis später. Thank you.
Hi zusammen. Es ist Donnerstagmorgen, es ist 7:15. Ich habe mich gerade eine Stunde festgequatscht. Und zwar habe ich eben... Ich war im Badezimmer. Ne? Hab meine... Hier, ne? Mich versucht hier, ne? Also hier Zähne geputzt und so. Was laber ich eigentlich? Und dann gucke ich so nach rechts, weil da so ein älterer Mann war, der auch seine Hände gewaschen hat. Und dann war das mein alter Freund Don. Don habe ich hier kennengelernt in Kanada. Und zwar Don war mein... war mein Fahrtrainer. Der hat mir so beigebracht, wie man hier so rumfährt, ne? Hier, das ist Dons Truck. Der fährt jetzt Turnpike. Das heißt, nochmal, der hat hier seinen Trailer irgendwo anders hier stehen, seinen zweiten. Der hat ihn abgehangen, weil er hier frühstücken war mit seiner Frau. Und der fährt immer nach Toronto. Also Don hat mir beigebracht, wie man in Kanada und in den USA fährt. So den Grenzübergang, die Papiere und so. Und Don und ich sind richtig coole Freunde. Und Don ist auch schon 68 Jahre alt, hatte ein Jahr aufgehört, Truck zu fahren. Und dann konnte er es nicht lassen und dann ist er wieder zurückgegangen. Und jetzt hätte er halt Linie mit, ne? Also da kommt der Trailer hinten dran, mit diesem Turnpike, also zwei Trailer hintereinander. Und wir haben uns gerade eine Stunde festgequatscht. Eigentlich wollte ich schon längst unterwegs sein, aber jetzt, da habe ich mir die Zeit genommen. Weil das war richtig schön. Ich habe mich richtig gefreut. Weil Don ist ein ganz toller Typ. Danke, Don. Vielleicht guckst du das ja. Weil er hat ja eben nachgefragt, so interessiert. Er kann mich leider nicht verstehen und er würde gerne meine Videos gucken. Aber wie gesagt, ich rede ja Deutsch. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich sage, wieso? Du kannst doch das einstellen, dass du auf Englisch das mitlesen kannst. Subtitle, also Untertitel, wollte ich sagen. Ich bin gerade immer noch geflasht. Und er sagt dann so, ja, ach so, ja, cool. Dann mache ich das mal. Und jetzt guckt er meine Videos auch. Ganz toller Typ. Da hinten kommt er. Ich musste mal besuchen fahren. Er hat mich eben schon wieder gefragt, ob ich ihn mal besuchen fahre. Ich sage, ja, mache ich. Ich weiß auch, wie das als Trucker ist. So, wie sieht's aus? Also ich fahre jetzt noch, glaube, 8 Stunden bis nach Hause insgesamt oder 7 Stunden. Zwischendurch fahre ich tanken. Und den Trailer irgendwo hinstellen in Monken. Da muss ich ja mal meinen Disponenten anrufen und mal fragen. Und dann, ja, dann geht's nach Hause am Wochenende, ne? So, alles klar, bis, ich muss jetzt erstmal runterkommen. Das war schön, war das. Bis später, tschüss.
ich habe noch 270 Kilometer bis nach Manken. Und da droppe ich den Trailer. Dann hole ich den nächsten ab. Aber morgen gibt es ja einen, ich wollte gerade sagen Schneesturm. Das gibt es aber morgen nicht. Morgen gibt es einen Sturm. Und zwar der Sturm Lee kommt morgen. Und ich muss dann von Manken nach Hause zu meiner Firma einen Trailer bringen, wo Alkohol drauf ist, damit die Insulaner morgen, wenn sie zu Hause warten müssen, bis der Hurricane vorbei ist, auch was zu trinken haben, ne? Oh, Hurricane Party ein bisschen, ne? War nicht schlecht. So. Ich bin jetzt 3 Stunden gefahren, fahre jetzt noch 3 Stunden bis nach Manken und dann fahre ich 1,5 Stunden bis nach Hause. Das heißt, 4,5 Stunden, 5 Stunden bis zum Wochenende. Ist das nicht geil? Donnerstagabend, 6 Uhr, ist Wochenende. Dann kann ich wieder Sonntag rausfahren. So. Oh, eben war es so, dann haben die, weil habe ich wieder meinen deutschen Humor spielen lassen und manchmal verstehen die Kanadier nicht. Weil, was ja auch in Ordnung ist, ne? Dafür haben die manchmal Humor, wo ich das nicht so, das so verstehe, ne? So, dann lachen die sich kaputt und ich denke so, hm. Und genauso gut ist das beim deutschen Humor auch manchmal. Und dann war ich so am Bezahlen und dann sagt er so, ja, wir haben hier heute, warte mal, kann ich es euch zeigen? Da vorne ist so ein Grill aufgebaut und da gibt es Hot Dogs und so. Und das gibt es heute alles für umsonst. Und dann sagt er so, ey, da vorne gibt es Hot Dogs umsonst, da kannst du hingehen und was essen und so. Und ich gucke ihn so an, ich sage, nein, ich bin dick genug. Da guckt er mich so an, so ganz geschockt. Nein, bist du nicht, du bist nicht dick. Du kannst da ruhig hingehen. Ich sage, ja, ich sage, es war gerade ein Witz. Ich sage, ich, danke, aber ich hab schon. Oh, haben wir einen Tankdeckel offen gelassen? Na, Gott sei Dank haben wir das jetzt. Ah, scheiße. Gott sei Dank laufe ich immer so oft im Truck, ne? So oft, wie ich das vergesse, haben wir den anderen hinzugemacht? Ja. Na gut, dann machen wir den nachher zu. Warte mal. Mal gerade mal hier, ne? So. Tankdeckel offen gelassen. Passiert mir mit dem das erste Mal. Mit der National ist mir das ganz oft passiert. Ich weiß nicht warum. So. Zu? Zu. Hier überall, ne? Die Suppe. Ich habe gerade eben 680 Liter getankt und das kostete 1230 Dollar. Also fast 2 Dollar der Liter. Boah. Auf der Insel kostet momentan Sprit 1,84 Dollar. Ich bin vor 3 Jahren zur Insel gezogen. Da kostet der 89 Cent. Das ist cool, ne? 1 Dollar mehr als vor 3 Jahren. Aber gut, ich fahre jetzt weiter, ne? Bis später.
Es ist Samstag Nacht. Und zwar ist es jetzt kurz nach 12, kurz nach Mitternacht. Ich habe mir eben spontan überlegt, dass ich nochmal losfahre. Und zwar war ja heute der große Hurricane Lee angekündigt. Und irgendwie war das gar nicht so heftig, wie ich das mir so gedacht habe. Und, was ist denn los hier? Und jetzt will ich mal gucken, wie stark dieser Hurricane ist, weil es ist zwar windig, aber es ist jetzt nicht so heftig. Also, da habe ich schon mal heftigere Hurricanes hier erlebt. Weil die sind hier echt heftig normalerweise. Und gucken wir mal. Jetzt ist hier nichts los auf den Straßen. Das ist echt tote Hose. Gucken wir mal. Ich melde mich später wieder. Ja, ist nicht ganz so viel Sturm, ne? Zwischendurch schon, aber merkt man nicht. Ich fahre jetzt mal runter zur Waterfront. Dann steige ich da mal aus und dann gucke ich mal. Oh ja, was ist hier los in Charlottetown? Nichts ist hier los. Facebook habe ich gesehen, dass manche Geschäfte ab heute Mittag zu hatten. Aber ich selber habe da auch nichts von miterlebt. Ich war, glaube ich, bis 3, 4 Uhr in der Stadt. Aber jetzt ist aber windig. Stören hier, ne? So. Dann gucken wir mal. Oh ja, ist ein bisschen windig. Bad ist jetzt doof. So, Auto zu machen. Gut. So, was ist hier los? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht mit dem Mikrofon. Aber da vorne habe ich schon Wasser gesehen, was da hochkommt. Hä? Ah ja, und die Boote sind auch ganz schön am. Ja, hier geht's ab. Alter, hier geht's aber ab. Doch, ist ja doch ein bisschen windig. Das Polizeiboot ist noch am Schwanken. Ja, ich gehe wieder ins Auto.
dachte ich mir, doch zu blöd. Aber gut. Wir machen das jetzt so. Ich fahre jetzt wieder zurück. Oh. Musik aus. So, ja, was gibt's zu sagen? Das, ich hatte wirklich gedacht, das wäre jetzt dramatischer. Mit dem Sturm. Aber ist es nicht. Ah ja, einen neuen Trip habe ich auch schon. Ja, was ganz Normales halt, ne? So. Nee. Nach New Jersey, die brauchen Pommes. Ich kann auch morgen erst nach 1 Uhr losfahren, also nach 1 Uhr mittags oder 2 Uhr mittags, weil die Brücke gerade gesperrt ist wegen den Winden. Dementsprechend kann ich morgen ausschlafen und es ganz ruhig angehen lassen. Die Ware muss um 18 Uhr Montagabend da sein. Das sind 1400 Kilometer von. Also bis dahin. Und. Ja, ich möchte aber erstmal im Stoppschild anhalten, bevor ich losfahre. Lichthupe, dass ich fahren kann, dabei habe ich noch nicht angehalten. Ja, also es sind 1400 Kilometer, wie sonst auch, und es ist ja dann so, dass ich morgen bis ich 800 fahre und dann den Rest am Montag. Und ich sage mal, um 2 Uhr loskomme, also bis 23, 24 Uhr, lange bis Mitternacht, also bis 24 Uhr, dann 10 Stunden Pause, dann fahre ich um 10 Uhr weiter. 16 Uhr da, um 18 Uhr muss ich da sein. So. Aber gut, ja, ich möchte gerne dieses Video beenden. Talk, teilen, abonnieren, liken, kommentieren. Und ich gehe gleich ins Bett. Ne? Guck mal, eine beleuchtete Kirche. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Dies ist das Sonntagsvideo. Facebook, Kanada Trucker Philipp. Und ich werde vielleicht gleich noch das Video fertig machen. Auf jeden Fall habt ihr das morgen Nachmittag. Aber das wird ihr eh sehen. Bis bald. Tschüss.